Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum SV Waldhofen am Mannheim-Projekt hier im SIGA-FM 24. Sorry. Ich habe ein bisschen vorgespult, ein bisschen was gemacht und wir haben Salif Sané verpflichtet. Der wechselt zu uns, kommt da und bringt uns auf jeden Fall weiter. Freunde siegen, Sané bestätigt den Wechsel zu uns und er wird dann wahrscheinlich am nächsten Tag da sein und kann direkt uns weiterhelfen. Hoffen wir natürlich, dass er uns direkt weiterhelfen kann. Ich habe auch ein paar Spieler ausgeliehen und wir müssen mal gucken, welche Nummer er kriegt. Er kriegt bei uns die Nummer 6. Nummern abgeben, Rückennummern bestätigen. Die restlichen sind alle eingestellt und dann können wir damit auf jeden Fall sehr gut arbeiten. Da würde ich sogar einen Sané, der halt nicht spielfit ist, mit auf die Bank nehmen. Kann ich ihn eigentlich so mal mit ihm reden oder so? Historie nach Rücktritt fragen. Kader, Salif Sané, wir gucken uns den Spieler jetzt erstmal nochmal an. Salif Sané, Verteidiger zentraler Mittelfeld, Verteidiger zentral und defensiver Mittelfeldspieler. 35 Länderspiele, 33 Jahre alt und ist natürlich auch noch schnell und so alles, ne? Der kann da alles spielen. Ich habe vor, ihn einzusetzen dann in dieser Verteidigung. Ich will erstmal gucken, jetzt dieses Spiel, wie das läuft. Wenn das nicht laufen sollte, habe ich eine komplett andere Version im Kopf, wie ich das spielen will. Aber da gehen wir gleich erstmal nach dem Spiel gegen Preußen Münster drauf ein. Müssen jetzt mal schauen, wie lange wir hier noch im September feststecken. Und wir sehen uns dann gleich beim Spielbeginn gegen Preußen Münster. Und damit wären wir endlich beim Spiel angekommen. Wir haben noch ein paar Nachrichten gekriegt, natürlich hier auch die Co-Trainer. Aber Erwartung gegen Preußen Münster, das sind die, die ich vorstelle. Die denken alle, es wird keine spezielle Erwartung in das Spiel. Man häuft auf ein Debüt von Salif Sané. Remis denken sie alle, aber wir werden halt bald das hier alles ein bisschen alles ändern und dann gehe ich da wahrscheinlich mit einem Stürmer rein. Elongo, Yombo, Arase, die bleiben vorne erstmal drin. Karls, Karpstein, Seger debütieren noch nicht. Fridolin Wagner hat gelb vorbelastet, das heißt eine gelbe Karte und er wird gesperrt. Wir müssen halt wirklich schauen. Ich habe echt eine Formation im Kopf, die ich gerne ausprobieren würde. Die gleiche, die ich momentan bei Juve spiele. Da würde ich echt mit reingehen und dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. So, wir gehen jetzt aber erstmal rein ins Taktik-Meeting. Ich habe hier erstmal auf kontrolliert gemacht. Darauf habe ich Bock, dass das schön ist und dann, dass wir schön kontrolliert in das Spiel reingehen und ja, wir sollen gefühlt alles austauschen, ne? Und da gehen wir auch nochmal in die Teamauswahl. Ich habe den Ersatzkeeper noch drin. Bartels kommt wieder rein. Und Salif Sané kommt halt eventuell später rein. Und jetzt gehen wir zum Spiel. So, verletzt, unzufrieden darüber, noch nicht auf seiner Position zu spielen. Ja, läuft bei dir. Du bist Stürmer bei mir. Let's go. Sehr gerne den Staffel. Ich mag diese Elf, ja. Es ist Zeit, diesen Negativlauf ein Ende zu setzen. Hände an die Hüften und let's go, Jungs. Verteidigung. Ich erwarte von euch eine konzentrierte Abwehrleistung. Wir müssen das Mittelfeld dominieren. Stürmer, ich erwarte, dass ihr uns heute den entscheidenden Vorteil im Angriff bietet. So, Spielervorschau. Anstoß, überspringen und let's go. Wir haben auch direkt die erste Möglichkeit haben, die Münsteraner, oder wie das ausgesprochen wird. Wir kriegen den Ball aber in unsere Hälfte. Ich bin jetzt ein bisschen hinterher, ne? Also nicht, dass ihr es wisst. Ich habe das einfach nur noch gesagt. Da kommen sie mit der Aktion und machen die noch direkt rein. Beste Leben. Jetzt wir über die Mitte verlieren den Ball direkt wieder. Also wir sind da im Mittelfeld gar nicht gut dabei. Münster kommt. Preisinger hell. Abwehr geht nicht drauf. Die schießen und drüber. Zur Halbzeit kontrollieren wir das Spiel. Wir kontrollieren das Spiel, haben 65% Ballbesitz, 85% unserer Bälle kommen an, aber die Chancen hat Münster. Es ist einfach besser. Ihr habt einfach Pech gehabt bis jetzt. Ich bin unzufrieden mit eurer Abwehrarbeit. Mittelfeld. Macht euch keinen Druck. Es hat keinen Mangelsatz. Nee, entspannt euch. Da kann ich nichts zu sagen, ne? Dazu kann ich nichts zu sagen. Wir gehen jetzt erstmal direkt in die zweite Halbzeit. Jetzt mal wir über Hermann, der flankt einfach weit rein und der Ball ist weg. Der Ball ist einfach weg, wir bleiben nicht im Ballbesitz. Jetzt kommt Münster wieder über deren Angriff. Nein, wir haben ihn, Karpstein. Der kann was machen, aber wir müssen hier einmal wechseln. Arase ist verletzt, Hawkins kommt dafür rein, ja. Einzelgespräch, zeig aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und jetzt Karpstein, Hermann und es gibt einen Strafschuss, es gibt Elfmeter für uns. Wir haben die Möglichkeit ranzukommen. Hawkins kommt rein. Und wer legt sich den Ball zurecht? Hermann oder Berkantas?
Er macht ihn auch eiskalt rein und wir gleichen aus. Perfekt. Jetzt Münster nochmal. Halbzeit. Sie kommen. Böckle. Kann er da doch noch raus was machen oder fangen wir den Ball ab? Nein, er kommt zu einer sehr guten Flankposition. Und da kommt der Pass zum Rocker. Der zu Scherder. Der wird nicht richtig attackiert. Der kann abschließen und macht natürlich das 2:1. Und wir müssen jetzt alles auf Offensiv setzen. Jetzt nochmal. Kurz vor Ende die Situation. Hermann, nein, Kock, jetzt mit dem Pass. Rocker hat viel Platz. Sehr, viel zu viel Platz. Wird nicht richtig agiert. Lorenz Segert jetzt mit dem Ball da wieder. Und jetzt haben sie noch mehr Platz. Wagner fängt diesen Ball ab, bringt den aber auch nicht richtig an den Mann. Krodowski läuft da eiskalt durch und darf abschließen. Wir bleiben jetzt die letzten Minuten mal drin und gucken, wie die Zeit hier abläuft. Und wir verlieren das Spiel gegen Münster erneut. Und dann gehen wir auch jetzt, ich bin alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis, gehen wir jetzt wirklich in die Taktik rein und ich schaue mir das mal generell an. Wir haben jetzt schon wieder das Spiel verloren, gehen direkt auf Browsen und dann gucken wir mal die Taktik, die ich probieren will gegen Regensburg, der der Erste in der Liga ist und da werde ich auch nicht wirklich viel erwarten bei, ne? Da werde ich wirklich nicht viel erwarten bei. Wir gehen in unsere Taktik. Ja, let's go. Wir machen noch eine dazu. Neue Taktik erstellen. Eigenen Spielstil erstellen. Ja, wir bleiben erstmal hier auf Bestätigen. So, und dann kann ich das hier einfach alles mal kurz rausnehmen. Come on. Die ganze Bank alles rausnehmen. Wir werden im Tor, okay, das hätte ich erstmal so machen können. Im Tor werden wir erstmal auf Bartels setzen. Der wird das spielen. Dann wird sein Ersatzkeeper wird. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Ach, der ist noch ein bisschen weiter unten. Da. Du wirst dann natürlich mitkommen, weil der sich ja auch ab und zu mal verletzen soll. Dann werden wir mit 3 Verteidigern spielen. Hochgezogene Außenverteidiger, 3 Verteidiger, 1 zentralen Mittelfeldspieler. Der hier oben ist, ein Offensiven, dann ein Rechtsaußenflügelspieler, ein Linksaußenflügelspieler und ein Stürmer. Ich will diese Formation ausprobieren. Ich möchte sie wirklich ausprobieren in der Hoffnung, dass das was läuft. Wir haben dann über in der kompletten Mitte als kompletten Innenverteidiger geführt. Sané, der soll da das Ding aufbauen. Ich meine, vom Passen her ist er gar nicht so gut, ne? Doch, vom Passen geht er auch klar. Wird der Chef sein in dieser Verteidigung, werde ich hier auch einstellen. Beispiel ein Innenverteidiger, nein, Vorstopper. Vorstopper soll er sein. Und dann haben wir neben ihn in der Verteidigung haben wir einmal Karpstein. Der halt auf Beispiel ein Verteidiger wird. Und dann, ja, oder Innenverteidiger verteidigen. Ja, komm, wir lassen ihn so. Und über rechts, über links läuft hier Elombo aus. Hawkins erstmal über rechts, weil er ja verletzt ist. Wie lange weiß ich nicht, 2 Tage. Kann dann hier erstmal mit auf die Bank. Im Sturm. Alleiniger Mann. Erstmal Herrmann. Sechelmann kann rein theoretisch mit reinkommen. Aber ja. Wir haben Mabella als Ersatzstürmer. Riedel als Ersatz Außenverteidiger. Lauret Jans ist verletzt momentan. Wie lange? 3 bis 5 Wochen. Fridolin Wagner ist gelb gesperrt. Jonas Karls, du bist der Außenverteidiger. Und Flügelverteidiger verteidigen. Dann Pere Lockel. Defensiver. Bolay. Könnte auch spielen, ne? Ja, komm, Bolay. Ich kann alles, ja, dann gehen wir hier bei dir auf Angreifen. Dann unser Rechtsverteidiger, German Schranz. Ja, muss das gucken, ne? Wie sich das entwickelt. Angreifen. Und dann mit Riedel. Ja, Riedel kann das ein bisschen besser. Riedel kann das ein bisschen besser auf der Position. Bleibt er erstmal da. Dann haben wir Segert, der hier spielen kann. Baxter Bahn wäre eine Option für diese Position. Vorgeschobener Spielmacher, nein, offensiver Mittelfeldspieler. Und dann das. Und da kommt dann der gute alte Riegmann hin. Als wie sieht das aus mit deinem Passen? Passen und so ist jetzt momentan alles in einer schlechten Form. Natürlich
sieht natürlich anders aus und du wirst dann als zentraler Mittelfeldspieler, zurückgezogener, balleroberer Mittelfeldspieler. Und du machst dann einfach doch vorgeschobener Spielmesser. Vorgeschobener Spielmacher. Das ist meine neue Formation, in der ich hoffe, dass das dann läuft. Pass kann mit. Und für linkes Mittelfeld Gattermeier, Transfer arrangiert, Abifade. Oder Guras. Und Guras kann dann da spielen. Und Arase wird halt mit Hawkins tauschen. Ja, und vorne im Sturm haben wir dann auch Guras und Mabella. Das ist meine neue Formation. Dann gehen wir geordneter Spielausbau. Ja, dann über die Außenseiten und hinterlaufen. Frühe Flankenschlangen, nein. Schießen bei freier Bahn dürfen sie auf jeden Fall. Standard. Ich will ziemlich breit stehen. Passspiel. Kürzer, Tempo etwas höher. Kreativer spielen. Verteidigung austribbeln. Dann haben wir das hier. Gegenpressing. Ja, Gegenpressing natürlich. Nach Ballgewinn auf Konter spielen. Und wenn Abspiel im Bereich an Spielern. Auf die Außenverteidiger. Spiel schnell fortsetzen. Spiel schnell fortsetzen. Und kann ich nicht da. Weiter Abwürfe. Und dann haben wir das hier noch. Mittlerer Block hoch. Defensive Linie soll auch ein bisschen abfangen. Torwart an kurzen Pressing-Auslösung. Na, doch häufiger. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Defensive Linie mehr aufrücken. Ja, Flanken zulassen. Wir haben da eine ins Zentrum. Ja, komm ins Zentrum. Die kann auf die drei Leute zulaufen. Dann probieren wir das mal aus. Ich werde jetzt aber erstmal zum Spiel in die Pressekonferenz hier gehen. Wir sehen uns dann gleich beim Spiel gegen Regensburg und hoffen, dass die dann halt halbwegs in die Taktik reingekommen sind. Dafür werde ich auch im Trainingskalender hier nochmal alles vor Regensburg auf Taktik setzen. Also, bis gleich. Damit sind wir beim nächsten Spiel angekommen. Die Taktik habt ihr ja gesehen, steht jetzt aktuell. Ich habe nur eine kleine Änderung gemacht. Karls reingebracht für Boulay und ja, Riedel, Sané jetzt über rechts, weil der Halbraumverteidiger spielen wollte. Und er wird unser Innenverteidiger mit der Rückendeckung sein. Und ich hoffe, das wird so laufen. Wir gehen erstmal auf den vorsichtigen Spielstil, weil wir halt gegen eine starke Mannschaft wie Regensburg spielen, die auf dem ersten Platz in der Tabelle stehen. Wir stehen auf dem Vorvorletzten, einen Punkt. Wir haben noch keinen Sieg, aber ich habe große Erwartungen. Wir sollen drei Spieler tauschen. Bexterban mit Riegmann. Okay, Arase mit Riedel. Mabella. Bexterban kann wieder spielen. Riegmann kann wieder spielen. Ne, Riegmann ist hinten. So, Zentrum fokussieren. Gegneranweisung, Gegneranweisung. Gegneranweisung. So, Teamauswahl. Rückennummern. Nein, Gegner. Was heißt es? Wir sollen nur eng decken. Immer. Und was noch? Und dann bei ihm auf den schwächeren Fuß swingen. Schwächerer Fuß. Okay. Schwächerer Fuß. Okay, die alle schwächerer Fuß. Und bei dir? Ständig decken. Bin ich mal gespannt, wie die neue Formation hier funktioniert. Wir gehen rein ins Spiel und reden erstmal mit. Okay. Was haben wir? Was steht da? Ist bei der Nationalmannschaft. Ah, der ist unterwegs. Ja, dann nehmen wir hier. Richten wir damit hoch. Ja, das ist aber egal. Das ist egal. Sie sind alle zufrieden. Berkantanz ist zufrieden. Denkt, dass die Anweisung Position halten gut zu seinem Niveau-Spiel passt. Die sind alle zufrieden. Mal sehen, wie das dann läuft. Ne? Dann reden wir jetzt mal gut ein auf sie. Ab in die Kabine. Negativlauf ein Ende setzen. Konzentrierte Abwehrleistung. Mittelfeld dominieren. Ich warte Effizienz von dir vom Kasten. Spielvorschau und wir gehen rein. Die erste Aktion. Sané. In unserer Hälfte, Berkan Tass wieder über Sané, der sieht Hawkins da viel Platz, kann in die Mitte passen, Tass mit dem Schuss und macht das 1-0. Er macht das 1-0.
Sané spielt das erste Spiel von Anfang an und macht direkt so einen Ball. Let's go. Anscheinend wartet die Antwort der Regensburger gar nicht lange. Ballas jetzt die Chance. Über Bräuning. Machen sie was? Fiert. Ja, hat Platz. Garnaus mit Hut, Hut, Schuss. Die wartet nicht lange, die Antwort. Beste Leben. Jetzt erneut eine Chance. Riegmann über Sané, der wieder mit Hawkins. Hawkins gerade das Tor vorgelegt. Hermann holt sich den Ball. Sieht Elango Jombo, der über Segert. Segert, Jombo. Karpstein. Karpstein muss doch auf der linken Seite sehen, dass Karls viel Platz hat. Karls jetzt. Karls läuft. Karls läuft. Setzt sich da gut durch. Kann passen. Elango Jombo mit dem Schuss und 2:1. Was ist das für eine. Was sind das für 5 Minuten? Was sind das für 5 Minuten? Karls muss verletzt runter. Ja, dann kommt Schranz rein. Ich glaube fest daran. Ich erwarte von dir eine gute Leistung. Ich glaube fest daran, dass du hier was bringen wirst. Jetzt auch direkte Aktion. Bartels, weiter Ball in die Mitte. Und sehr perfekt für Berkantas, der einfach durchläuft und schießt aber am Tor vorbei. Und jetzt erneut Regensburg. Über Hein, Bräunig. Standardsituation war das. Ballas, davon haben sie vorhin auch. Wenn sie aufgebaut haben aus der Defensive, haben sie ein Tor geschossen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das gleiche wird. Bräunig jetzt. Bräunig mit dem Pass zu Viert. Der setzt da Kota gut ein. Der geht dazu Hein. Ab in den 16er Schuss. Und Bartels kann den halten. Es gibt die Ecke. Die ziehen wir noch mit rein. Und let's go, Jungs. Faber. Wehrt sie ab. Wehrt sie ab. Und Sané köpft ihn raus. So, ab in die Kabine. Ich bin zufrieden. Wir kontrollieren den Ball gut, so sollen wir das haben. Es sieht sehr gut aus. Karls ist natürlich bitter. Und ja, es sieht wirklich sehr gut aus, ne? Wenn man sich die Statistiken ranzieht, also gut, können wir jetzt gerade nicht wirklich machen. Aber ja, komm, wir können mal einzelne da und da weiter so. Ihr wisst, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Und Sané auch sehr wichtig. Wir gehen direkt in die zweite Halbzeit. Jetzt Gepard. Regensburg also aus der vom eigenen 16er aus. Weiter Ball nach vorne. Segert fängt ihn ab. Berkantas jetzt hat die Möglichkeit. Bringt ihn aber nicht zu Hawkins. Jetzt die Gegensituation. Kota. Kassieren wir jetzt das 2:2. Kassieren wir das 2:2 und wir kassieren es. Elias Huth mit seinem 6. Saisontor. Bitter. 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 So, die letzten Minuten laufen jetzt. Wir sind hier wirklich, wir gehen gegen Ende hin. Es könnte unser nächster Punkt sein in der Liga und es wäre ein wichtiger Punkt und der pfeift nicht ab. Da ist das Spiel an. Wir spielen unentschieden gegen Regensburg. Damit kann ich durchaus leben und ihr habt heute Pech gehabt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr habt heute Pech gehabt. Aber sonst war das ein sehr, sehr solides Spiel. Also die neue Formation fruchtet. Die neue Formation fruchtet, da ich auch unterwegs nach... Ja, Regensburg hält das Unentschieden. Das sagt schon vieles aus, ne? Da ich auch einfach so die Formation geändert habe und zwischendurch auf ausgewogen gegangen bin, lief das wirklich gut. Damit können wir wirklich lieben. Nach Remis 6 Spiele sieglos. Pressekonferenz, ja, Gal ist verletzt. Fies überlassen, 5 bis 6 Wochen. Bitter, 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 bitter. Hier bringen wir nicht Schranz, sondern Bolay rein. Was sehr viel sinnvoller ist. Und nehmen auch, kommt Gattermeier einfach mit. Und Havre kann ich ja wieder reinmachen. Ich gehe in die Pressekonferenz. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Pressekonferenzen sehen wollt, weil eigentlich sind auch okay, hier. Ich nehme euch jetzt mal mit, weil meistens sind immer nur 2 Fragen. Jürgen Koller hat gesagt, er hat über die aktuelle Form von Waldhof Mannheim Bedenken. Es wird wohl nicht hilfreich sein, dass ein ehemaliger des Vereins so offen über die, dass jetzt halt über ihr derzeitiges Formtief redet. Ideal ist es nicht, aber Jürgen hat ein Recht auf seine eigene Meinung, kein Problem. Der Schiedsrichter hat heute jede Menge zu tun und zeigt ihrem Team einige Karten. Beunruhigt die offenkundige Aggressivität? Wenn Sie eine Entschuldigung erwarten, sind Sie hier falsch. Ich habe kein Problem damit, wie meine Spiele agieren. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Spiel. Test. 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 Damit sind wir auch beim dritten Spiel in der heutigen Folge gegen Ulm. Ich erwarte viel, weil wir mit Ulm auf den 17. Platz kommen können. Ne? Ich meinte, okay, Ulm hat sogar ein Spiel weniger. Ne? Wieso haben die ein Spiel weniger? Läuft ja hart bei denen. Und wir, wir haben 5 Spiele gemacht und die liefen alle katastrophal. Und jetzt müssen wir gegen Ulm und können rein theoretisch durch einen Sieg auf Platz 16 hochkommen.
Theoretisch gesehen. Also ich bin gespannt. Wir gehen rein ins Taktik-Meeting. Vorsichtig, ausgewogen. Das werden wir gleich über alles machen. Das lassen wir alles so. Das bleibt alles so. Rechte Seite fokussieren, Franken frühschlagen. So, wir gehen in die Teamauswahl, werden hier das ausgewogene Spiel wieder ansetzen, auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal in die Gegner rein. Und das heißt, wir sollen ihn auf den schwächeren Fuß zwingen. Ja, das werden wir dann mal machen, Luca Rösser. Ihn sollen wir auch auf den schwächeren Fuß zwingen. Härter tackeln sollen wir Kolja Odena, okay. Und ihn, schwächerer Fuß. Auch bei ihm. Ständig zu pressen. Pressing auflösen, niemals. Wenn er angespielt wird. Meiste roten Karten. Ja, gut. Dann gehen wir rein in Spiel Nummer 3 in der Hoffnung, dass es hier auch besser läuft. Ja, fehlt die Spielpraxis, aber so kriegt er die ja. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Formation ausgewogen, dass das laufen wird. Dass wir wirklich in die richtige Richtung gehen. Es ist eine Zeit, ja, wie immer. Konzentriert euch auf die Abwehrleistung. Mittelfeld dominieren und ich erwarte Effizienz vor dem Kasten. Let's go. Die erste Chance gehört Ulm mit der Ecke. Elongo Yombo klärt die und es gibt Elfmeter. Hermann hat zu stark geschoben. Es gibt Elfmeter in der 8. Minute. Alter. Und er verwandelt ihn natürlich. Easy going. Schon liegen wir hinten. Jetzt nochmal Ulm. Nein, der Ball wird abgefangen. Herr Kantas hat ihn. Sieht, dass Riedel da läuft. Der hat ein bisschen viel Platz. Kann da nicht wirklich was raus machen. Doch, er kriegt den Ball zu Hawkins. Hawkins im 16er. Im 16er. Und der macht das 1:1. Hawkins mit seinem ersten Saisontor für uns. Let's go. Jetzt die Ecke. Elongo Yombo. Sonne wird gelegt. Es gibt Elfmeter. Sané wurde von Geier weggestoßen. Jetzt haben wir Elfmeter und können in Führung gehen. Dann wollen wir mal schauen, was er da macht, der junge Mann. Erkan Tas, unser Standardschütze. Easy going. 2:1. Jetzt erstmal wieder Ulm, direkt wieder. Chesser, Arendt, Sigurd. Und es gibt erneut Elfmeter für Ulm. Alter, die haben 2 Torchancen gefühlt und kriegen 2-mal den Elfmeter. Jetzt Bartels. Zeig, wozu du imstande bist. Komm schon, komm mal. Den ersten hast du nicht gehalten. Jetzt Rösser. Und wieder 2:2. Wir sind bei den letzten Minuten angekommen. Die letzten 3 Minuten. Wir kriegen einfach nicht die eine Torchance. Wir spielen erneut unentschieden. Aber wir hören auf zu verlieren. Das ist das Wichtigste. Ihr habt heute Abend Pech gehabt. Ich fühle mit euch allen, es hat einfach nicht gelaufen, wie es laufen sollte. Ja, es hat einfach nicht gelaufen, wie es laufen sollte. Beste Leben. Beste Leben. Wir sind 19. in der 3. Liga mit 3 Punkte aus 7 Spielen. Und haben von den meisten Spielen hier sogar ein Spiel weniger. Duisburg kann uns rein theoretisch, okay, Duisburg hat übelst auf die Fresse gekriegt. Und wir müssen nächstes Spiel gegen Saarbrücken, ne? Gegen Saarbrücken. Spielergebnisse. Ja. Bald mal der nächste Gegner Saarbrücken auswärts. Wird das unser erster Sieg? Mal schauen. Wir sehen uns gleich. Test, Test, Test. So, wir sind hier bei dem Spiel gegen Saarbrücken und das ist das Südwestderby. Deswegen gehen wir auch in die Pressekonferenz rein. Bei Derbys machen wir es natürlich ein bisschen interessanter mit dem Fingerwedeln. Nein, warte. Es ist klar, dass die Mannschaft in letzter Zeit nicht gut spielt. Sie wirken jedoch sehr ruhig und entspannt. Und, aber sind sie ob der Form ihrer Mannschaft nicht ein wenig besorgt? In diesem Beruf hat man immer einen gewaltigen Druck auszuhalten, aber wenn man gemeinsam daran arbeitet, kann man seinen Aufgaben auch wachsen. Warte, meine Konzentration gilt der Mannschaft und dem nächsten Spiel. Saarbrücken ist seit 6 Ligaspielen ungeschlagen, was dem Team in der 3. Liga den 5. Platz eingebracht hat. Erwarten Sie ein hartes Match, wenn Sie in die gute Form des Gegners hineinbeziehen? Widersprechen, es gibt keine einfachen Spiele, aber rechnen Sie doch unsere Chancen aus. Aufgrund der Vergangenheit zwischen den 2 Mannschaften wollen die Fans von Waldhof Mannheim unbedingt einen Sieg gegen Saarbrücken sehen. Welche Herausforderungen müssen Sie bei der Vorbereitung auf ein Spiel mit so einer enormen Bedeutung bewältigen? Herzlich lächeln. Wenn meine Spieler und ich uns auf solche Spiele nicht freuen würden, hätten wir den Job verfehlt. Aber Fakt ist, dass der zusätzliche Druck durch die Erwartungen der Fans in Spielen wie diese manchmal Trainern einen Knacks geben kann. Die scheinen damit gut umgehen zu können. Kann man dasselbe über Rüdiger Ziel sagen? Herzlich lächeln. Ich glaube, er kommt sehr gut mit dem Druck klar, sonst wäre er nicht da, wo er ist.
Ist ein Sieg über den Lokalrivalen Saarbrücken besonders wichtig oder bedeutet Ihnen das nicht allzu viel? Fußball ist an sich schon ein wunderbares Spiel, aber es gibt nichts Schöneres als den Gewinn eines Lokalderbys. Meine Meinung. Stimmen Sie zu, dass die dritte Liga ohne solche Duelle ein gutes Stück ärmer wäre? Es gibt typische Spiele, die man einfach sehen muss. Ich bin stolz, bei diesen mittendrin zu sein. Der Abschiedskandidat Meiderecher, MSV Duisburg trifft auf Viktoria Köln und will den Gegner unbedingt schlagen, um zu unterstreichen, den Abstieg noch verhindern zu können. Glauben Sie, dass Sie dieses Spiel gewinnen können? Sie sind eine gute Mannschaft und ich erwarte, dass Sie gegen Viktoria Köln gut aussehen werden. Gibt es bei Waldhof Mannheim im Moment ein Problem mit der Mentalität? Ich werde nicht über die Moral des Teams sprechen. Werden Sie in diesem Spiel eher Beton anrühren oder mit einer defensiven Einstellung spielen? Ich will gewinnen und ich will mit Ziel gewinnen. Offensivbereich, nein, das ist nicht mein Ziel. Wir werden die Spiele im Mittel einsetzen, mit denen wir unser gewünschtes Not hält. Ne, ich werde nichts davon erzählen, was wir sagen. Test. 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 Damit sind wir beim Südwestderby. Ich bin gespannt. Ich bin wortwörtlich gespannt. Gegen Saarbrücken. Die sind seit 5 Spielen ungeschlagen. Haben 12 Punkte aus 6 Spielen. Wir haben 3 Punkte aus 7 Spielen mit 3 Unentschieden. Wir haben noch kein Spiel gewonnen. Und deswegen denke ich, dass wir seit 12 Spielen ungeschlagen sind. Seit 6 Spielen ungeschlagen oder 5 Spielen. 5 Spielen. Saarbrücken. Die letzte Bilanz. Warte, wo steht das? Die letzten 5 Spiele. Viktoria Köln gewonnen, Fair gewonnen, Ingolstadt gewonnen, gegen Dortmund unentschieden und gegen Unterhaching unentschieden. Deswegen, wir gehen da jetzt rein, nicht? Wir werden keine tiefe Pressinglinie machen, wir lassen das alles so, wie es steht, gehen in die Teamauswahl und wir werden von Anfang an offensiv spielen. Wir wollen sie überrennen. Ich will sie wirklich überrennen und ich habe die Vermutung, dass wir das hinkriegen. Ja, Berkantas kann nicht spielen. Baxter Bahn startet dafür. Wir nehmen auch den jungen Abi Fade mit. Wagner ist halt gelb vorbelastet, ist er nur. Den kann ich noch mitnehmen. Und kann der besser spielen? Nee, doch. Nein, nicht wirklich. Wir nehmen einfach mal Wagner von Anfang an drin. Come on. Let's go. Wir gehen ins Spiel. Baxter Bahn fehlt die Spielpraxis, aber das ist egal. Wir gehen rein. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Wir alle haben Bock. Südwestderby in Saarbrücken. Es ist Zeit, nein. So, heute erwartet niemand von uns. Ich weiß, dass ihr Underdogs ist. Viel Glück da draußen, ihr werdet es brauchen. Oysterballen. Ich weiß, dass wir die Underdogs sind, aber geht raus und liefert eine Leistung, die die Fans anstachelt. Verteidiger, konzentriert euch auf eure Abwehrleistung. Und das war's. Mit den Offensiven rede ich jetzt nicht. Wir gehen rein. Let's go. Die erste Aktion gehört uns. Bahn mit der Ecke. Die wird abgefangen. Aber Hawkins bleibt im Ballbesitz. Was macht er? Da geht's zu Karpstein. Karpstein mit Wagner. Wagner aus der Distanz. Und ja, daneben. Das wäre ein brillanter Treffer geworden. Es gibt nochmal Ecke. Der wurde gehalten. Der wurde gehalten oder abgelenkt. Elongo Yombo hat jetzt schon gelb. Nach 8 Minuten. Läuft hart bei ihm. Die Ecke. Sané. Sané geht nicht zu den Kopfwellen hoch, ne? Er geht nicht zu den Kopfwellen hoch. Jetzt wieder Riedel. Die ersten 10 Minuten laufen. Gut, Wagner kommt da nicht ran. Riedel behält den Ball. Wagner, Hawkins. Hawkins, Elongo Yombo. Und Schreiber wieder. Schreiber, Schreiber. Der gute alte Schreiber. Pokalheld für Saarbrücken. Jetzt Bartels. Weiter Ball. Auf Bolai, was macht er da? Was macht Bolai da? Dadurch haben die Saarbrückner die erste Chance über Schmidt. Und natürlich, wie auch sonst, eine Chance. Ein Tor. Jetzt nochmal kurz vor der Halbzeit. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Riedel. Baxter Bahn. Pass. Hermann fängt den Ball ab. Wir bleiben im Ballbesitz. Wagner. Wagner. Geht zu weit nach hinten. Du gehst viel zu weit nach hinten. Karpstein jetzt. Haut ihn weit nach vorne. Hawkins kriegt den Ball. Und er macht ihn. Er macht ihn kurz vor der Halbzeit zum 1:1 rein. Hawkins. So wichtiger Treffer. So wichtiger Treffer hier. Zum 1:1. Und wir gehen mit dem 1:1 in die Halbzeit. Wir haben die beste Mannschaft. Ich bin mit eurer Leistung zufrieden. Los, ab in die zweite Halbzeit. Jetzt Bartels. Könnte interessant werden. Tief aus der eigenen Hälfte. Kurzes Abspiel auf Boni. Der mit dem Fehlpass. Sontheimer in die Mitte zu Neudecker. Neudecker mit dem Schuss. Und unser Keeper. Katastrophe. Jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit. Gauss. Nein, das ist Saarbrücken, die da angreifen aus ihrer eigenen Hälfte. Über Sontheimer, kommen sowieso durch. Das wird jetzt das 3:1. Mit Ansage. Mit Ansage. Schmidt da. Nein, Sané fängt den Ball ab. Bahn jetzt. Mit dem Fehlpass, natürlich. Natürlich Bahn mit dem Fehlpass. Dadurch jetzt.
Ja, kommt Saarbrücken und Schmidt ist durch und Schmidt ist durch und Barthes klärt sensationell. Endlich klärt er mal was. Jetzt die darauf folgende Ecke. Wird ausgeführt. Ausgeführt. Von Neudecker. Ball kommt hoch. Und er ist drin. Der ist einfach drin. Bartels, das war dein letztes Spiel. Das Spiel zwar halbwegs gutes Spiel, aber das war sein letztes Spiel für uns. Ja, da kommt Saarbrücken. Riedel fängt diesen Ball ab, hat die Möglichkeit, aber verliert ihn direkt und Brückner ist durch. Brückner ist durch. Neudecker, Sontheimer, Risotto, Schuss, Tor. Das war's. Wir kriegen hier so auf die Frise. Ich habe gedacht, komm, wir gehen nochmal auf das vorsichtige Spiel, aber nein. Verdient seine Gabe. Riedel hat einfach ein katastrophales Spiel. Arase kommt rein für ihn. Spielt ganz okay, ja, das kannst du vergessen, ganz okay. Hawkins. Fridolin Wagner auch nicht. Hermann. Fünffachwechsel einfach. Schranz, nein. Ja, komm, Sechermann kommt rein für Karpstand. Ja, komm. Wechsel bestätigen. Ich brauche nicht mit den Jungs reden. Jetzt haben wir mal die Chance zum Anschlusstreffer. Sané, nein. Sané, ich weiß nicht warum, aber dieser Typ geht nicht in Zweikämpfe. Goras jetzt. Sechelmann. Goras, die Neun unter sich. Bahn. Böder blockiert den Schuss. Es gibt wenigstens nochmal die Ecke. Wenn wir da jetzt noch rankommen, dann fresse ich einen Besen. Jetzt erstmal Sané. Er geht wenigstens langsam hoch. So, die ersten Mal hat er gar nicht gesprungen. Bolay jetzt. Mit der Flanke. Ja, der Ball wird natürlich geklärt. Sechermann macht guten Einsatz. Jetzt aber Saarbrücken mit dem 5:1 wahrscheinlich. Kerber. Böder. Wird abgefangen. Sechermann haut ihn weit nach vorne. Böder kommt da aber locker dran. Und es bleibt in der Saarbrückener Aktion. Kleber, Neudecker. Ja, und damit haben sie uns wieder ausgespielt. Damit ist am 16er Schuss kommt und. Bartels kannst du vergessen. Bartels, das war sein letztes Spiel für mich. Der lässt, was der für Fehler macht hier. Hat eine 7,1 Bewertung, aber macht solche Fehler. Letzte Minuten. Wird nochmal der Ball hier abgefangen. Sané kommt an den Ball. Macht bestimmt den Fehlpass. Nein, Arase. Sané wieder. Und jetzt kommt der Fehlpass. Komm schon, Sané. Enttäusch mich nicht. Ah, wie fade. Ah, Bolay. Mit dem Pass zurück, natürlich. Sechermann. Einziger, der mir gut gefallen hat. Der darf auch, glaube ich, nächstes Spiel von Anfang an spielen. Er macht einen guten Job. Da Arase jetzt. Mit der Möglichkeit. Und ja, war nochmal die Chance, irgendwas hier zu machen. Und jetzt kommt Schreiber sogar noch mit einem weiten Abschlag. Wird natürlich nicht abgefangen. Kerber. Gauss. Brünker. Böder, die spielen das hier locker flockig runter und holen sich nochmal die Chance raus. Ich sehe das schon kommen. Zeitz. Ah, Wagner. Wow, mal ein Einsatz hier im Mittelfeld. Goras. Sechelmann. Spiel lieber zurück, ja. Verkürzt nicht irgendwie den Stand. Ich meine, könnte sowieso nichts mehr machen, aber ja. Sané. Mabella. Guter Ball auf Bahn, aber Bahn wird da nichts rausmachen, ne. Gegensatz zu meinem Spieler kann der Keeper wenigstens halten. Und wir werden auf jeden Fall im nächsten Spiel auf einen neuen Keeper setzen. Das war's für Bartels, der katastrophal gespielt hat. Beste Leben. Katastrophal. Und da ist das Spiel zu Ende. 5:1. Wasserflasche werfen. Bin alles andere als zufrieden. Da haben die auch nicht anders verdient. Ja. Nee, wir können nicht einiges. Natürlich ist es frustrierend. Ich möchte nicht verlieren. Aber heute hätten wir auch keinen Sieg verdient. Da kann man nur mea culpa sagen. Ich hoffe, wir zeigen in der nächsten Partie ein stärkeres Spiel. Es kommt nicht so oft vor, dass ein Trainer die Schuld einer Niederlage auf sich nimmt. Was sind ihre Gründe? Die Spieler folgen auf dem Platz auch daneben meiner Anweisung. Wenn wir verlieren, ist es also logisch, dass ich irgendwas nicht optimal gelöst habe. In ihrer Mannschaft erlitt eine schmachvolle Klatsche gegen Saarbrücken und die Fans sind weiß Gott nicht glücklich darüber. Was denken sie über das Ergebnis? Es war eine schwache Leistung, ein beschämendes Resultat. Wir werden sicherlich an unseren Fehlern arbeiten. Direkt mit den Lungs gesprochen. Also das war grauenhaft. Ich bin stocksauer. Ich auch. Minus 8. Wir müssen kommen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt schon mal machen, damit ich das nicht vergesse. Du gehst rein. Also Bartels, ich bitte dich. Ich bitte dich.
mehr auf, dreimal kann ich das nur sagen. Das war eine katastrophale Leistung. Und Sechelmann, du hast wirklich ein gutes Spiel gemacht. Dich setze ich ein für Karpstein jetzt von Anfang an, die nächsten Spiele. Weil du hast wirklich einen guten Raum gemacht. Ich könnte dich auch hier für Segert einsetzen. Dann in die Richtung Libero und unterstützen. Dann kommst du ein bisschen nach vorne. Und Karpstein geht für Segert rein. Dann machen wir das eher so. Und ich hoffe, das wird dann im nächsten Spiel besser laufen. Aber hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, so wie ich die Spiele jetzt mache, gefällt es euch besser. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Würde mich auch sehr unterstützen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass